Kristallfragment. Gute Neuigkeiten. Ich habe herausgefunden, wo das letzte Kristallfragment liegt. Was? Wo? Keine Zeit für Geschwätz, Heldin. Ich muss dieses letzte Kristallfragment haben. Es befindet sich in einem Sumpf. Seid also vorsichtig. Das ist Echsengebiet. Ich werde euch an die Grenze zum Sumpf schicken. Okay. Es geht also praktisch schon wieder so plötzlich blub und dann... Naja, okay. Gucken wir mal. Wo ist da bestimmt Gold? Ja. Nicht sehr viel, aber immerhin... Das ist halt echt leider scheiße, das Schwert. So, 1170. Den behalte ich mal noch. Das kann weg, das kann weg. Das ist alles ja, richtig toll. Was ist das? Ach, viel zu teuer. Okay. 870. Ja, den kannst du dir noch leisten. Gut. Ich bin bereit aufzubrechen. So. Iron. Okay. Wo kommt ihr denn her? Ihr solltet euch nicht so an die Leute heranschleichen. Warum seid ihr überhaupt in diesem verfluchten, an diesen verfluchten Ort gekommen? Dieser Ort ist wirklich verflucht. 1001. Nee, lass mal bleiben. Absolut. Ihr könnt es draußen sehen. Der Sumpf wächst mit jedem Tag. Er hat schon die meisten meiner Felder verschlungen. In wenigen Tagen wird er meine Farm erreichen. Das alles ist sehr seltsam. Was ist seltsam? Die Sumpfgrenzen kommen meiner Farm gefährlich nahe, Mensch. Ich befürchte, dass ich diesen Ort hier aufgeben muss. Werden muss. Wie lautet euer Name? Ich heiße Iron, Reisender. Was könnt ihr mir über diesen Sumpf erzählen? Wenn der Sumpf weiterhin wächst, werde ich die Farm aufgeben müssen. Mein Land wird wertlos werden und die Echsen werden mein Leben bedrohen. Es hat alles mit diesem hellen Licht angefangen. Wie sind die Echsen so? Die Echsen leben in den Sümpfen und behaupten, dass es ihr Territorium wäre. Sie mögen keine Siedler. Erzählt mir von dem hellen Licht. Eines Nachts wachte ich auf und ging hinaus, um... Nun, ihr könnt euch vorstellen, weswegen. Da sah ich dieses seltsame, helle Licht im Sumpf. Zu dem Zeitpunkt war die Sumpfgrenze noch mehrere Meilen entfernt. Mhm. Kannst du mir was beibringen? Fernkampffähigkeiten, okay. Defensivfähigkeiten. Gut, von mir aus. Leb wohl. Das ist ein Buch und ein Manuskript. Wieder etwas, was ich noch nicht lesen kann. Ich habe die Dinger ja immer mitgenommen, ne? Die Hoffnung, sie irgendwann lesen zu können. Also er hat auf jeden Fall einige Schweine. Hühnerstall mit einem großen Heiltrank, okay. Ja, wir sind jetzt mal wieder scheinbar in Rivellon. Erneut. Und diesmal holen wir, wie es aussieht, den letzten Kristall. Was auch immer passieren wird, wenn wir alle Kristallfragmente haben. Ich erinnere mich noch daran, dass dieser Nekromant mich immer wieder beschworen hat und praktisch mir diesen Zwangsauftrag gegeben hat, ohne dass ich was dagegen tun konnte. Ja, der Sumpf ist wirklich ziemlich weit ausgebreitet.
kriege ich jetzt Echsen als Gegner, okay. Ja, gut, dass die Gegner neu verwendet wurden, also die Grafik und sowas, das war mir ja schon klar. Ich bin gespannt, was passieren wird. Ich habe das Gefühl, dass ich gar nicht mehr so weit vom Ende entfernt bin. Okay, die Echsen sehen anders aus als früher. Hat er gerade eine Echse umgebracht? Was machst du in unserem Gebiet, weiche Kreatur? Du solltest verschwinden. Du bist hier nicht willkommen. Ja. Du bist selbst ziemlich weich, wenn ich bedenke, wie leicht ich dich kaputt haue. So viel zu weiche Kreatur. Okay. Dann suchen wir uns mal den Weg zum Kristallfragment. Ich meine, der Kristall wird hundertprozentig der Grund sein, weswegen hier, naja, der Sumpf sich ausbreitet. Bis jetzt haben die Kristalle ja immer irgendwelche Scheiße verursacht. Stopp! Warum betrittst du unser Territorium und tötest alle unsere Wachen? Wollt ihr handeln? Lol. Kann ich hier schlafen? Schlafe tief und fest, Mensch. Ich suche ein Kristallfragment. Du bist gekommen und hast getötet nur wegen eines Kristalls. Vielleicht können wir das Töten stoppen, wenn wir dir den Kristall geben. Ich bin mir nicht sicher, ob wir dieser Hexe trauen können. Die würden doch ihre eigene Mutter belügen. Was ist deine Wahl? Frieden oder Krieg? Ich will Frieden. Das höre ich gern, Mensch. Du suchst einen Kristall mit seltsamen Kräften? Ja, das stimmt. Ich habe keinen Kristall. Ich wusste es. Warum habt ihr mich belogen? Ich habe dich nicht belogen, Mensch. Ich weiß, wer den Kristall hat. Meine frühere hohe Priesterin hat den Kristall. Sie träumt von einer Welt, die nur aus Sumpf besteht. Und von Echsen beherrscht wird. Der Kristall verleiht ihre Kräfte. Der Sumpf ist am Wachsen. Ich kann sie nicht stoppen. Ich will keine Kämpfe, selbst wenn die Welt nur von Sümpfen bedeckt ist. Aber die Priesterin hat ihren Verstand verloren. Wo finden wir denn diese verrückte Priesterin? Wo hält sich diese Priesterin? Die Priesterin auf. Sie ist unten im Kerker mit ihren Anhängern. Wenn du hinuntergehst und den Kristall nimmst, werde ich dir nichts tun. Abgemacht, Echse. Abgemacht, Echse. Okay. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass mich andere Echsen angreifen. So. Naja, töten wir halt ein paar Echsen, das macht ja nichts. Höhleneingang. Das könnte schon sein. Hallo? Ich habe irgendeinen Frosch getötet oder was? Geht, Sackgasse. Ich gucke mich erstmal um. Die Höhle kann ich später auch noch betreten. Ja, ich habe einen Frosch getötet. Und eine Schnecke. Auf jeden Fall greifen die mich jetzt an. Das ist ja so etwas, was ich ehrlich gesagt
an Divinity noch nie so toll fand. Man greift versehentlich eine Sache an und greifen alle diese Sachen an. Aber das ist zum Glück nur in diesen beiden Teilen gewesen. Also Divine Divinity in diesem Teil. Glaube ich zumindest. Ich weiß nicht, wie es in Origins ist. Das würde ich dann erst sehen. Dass mich eine Schnecke angreift, ey. So. Sieht noch mehr nach Sackgassen aus. Ja, das ist alles Sackgassen. Na, dann muss es ja wohl da unten sein. Ich habe halt wieder keine Quest gekriegt. Echsenpriesterin. Wir haben Besucher, mein Kristall. Ihr werdet uns nicht stoppen. Nein, wir werden siegen. Bald werden wir die Welt erobern, mein Kristall. Ja, bald werden wir. Diese Schuppentante ist total durchgeknallt. Einmal speichern. So. Was? Das war's? Wirklich? Die hat nicht mal einen Hit ausgehalten. Passiert was, wenn ich die Kerzen lösche? Ja, Kristallfragment. Du warst erfolgreich? Ja, ich spüre, dass der Sumpf nicht mehr weiter wächst. Wir danken dir, Mensch, dass du die Priesterin aufgehalten hast. Und nun wird er uns angreifen. Man kann diesen schuppigen Bastarden nicht trauen. Was ist los? Du gehst schon? Ich bin das erste Mal froh über das Timing des Nekromanten. In dem Sumpf gab es viel zu viele dieser Riesenmolche. Leb wohl. Seid gegrüßt, Mensch. Habt ihr Dank, dass ihr alle Kristallfragmente gefunden habt. Bleibt doch noch hier. Schaut zu, wie ich die Stücke zusammensetze und Schrecken über die Welt bringe. Nein, ich denke, ich verzichte. Oh, etwas Besseres zu tun, was? Nun, ihr beide geht nirgendwo hin. Ich habe einen Zauber über euch gesprochen, sodass ihr mich nicht angreifen könnt. Alles, was ihr machen könnt, ist, da zu stehen und zuzusehen. Den Kommandanten versuchen anzugreifen. Du versuchst, den Kommandanten anzugreifen, aber etwas hindert dich daran. Habt ihr mir nicht zugehört, Mensch? Fangen wir jetzt an. Spürst du es? Der Zauber wurde aufgehoben. Wir sind nicht mehr unter seiner Kontrolle. Jetzt ist die Zeit zu kämpfen, Mensch. Du willst wirklich gegen ihn kämpfen? Haben wir denn eine Wahl? Wir brauchen den Kristall und dieser Nekromant wird ihn uns nicht kampflos geben. Du hast recht, lass uns kämpfen. Was soll das? Etwas stimmt nicht. Moment, ihr seid nicht mehr gebunden? Wie konnte das passieren? Ah, diese verdammte Chaosmagie. Warum konnte sie euch nicht in Riesenfrösche verwandeln? Jetzt bist du dran, alter Mann. Tja, also, ich würde mal sagen, dieser Nekromant wird das jetzt nicht mehr überleben. Und der hat leider unglaublich viel Zeugs getroppt. Ich werde gleich überladen sein. Natürlich. So. Gucken wir mal, kann ich irgendwas Schweres Todesritter geben? Okay, gut. Bevor ich jetzt aber hier abhaue, gucke ich mich noch ein bisschen um. Magical Tragedies. Blessing of the Damned One by Morindor. Written by a former important member of the Black Wing, this book describes the prophecies and promise given by the Damned One and
speaks of a time when chaos will be finally be victorious over the law and order. Okay. Den kennen wir ja, den Morindor. Aus Divinity 1. Hier ist ein Buch der Rana. Jagdmesser des Wiesels, okay. Was haben wir hier so noch? Ich wollte eigentlich nicht auf Pause gehen. Sieht ja sehr zu wünschen übrig. Lässt sehr zu wünschen übrig, so. So, hier. Blackwing Handbook. This appears to be a page from the Blackwing Handbook. It's razor dog-eared and stained, but you can just about make these lines out. Welcome, new follower of Chaos. Thank you for selecting the Blackwing as your secret society of choice. Here, you will experience all the wonders that Chaos has to offer. Far from the reaches of the goodly hands of law and order, we hope to cultivate your black heart and shape you into an evil genius that your mother wouldn't be proud of. Don't forget to sign up to our pension plan. Ich liebe es. Wunderschöner Humor. Ein Schädelamulett, okay. Gut, dann holen wir uns mal den Kristall. Ja. Ihr hattet Erfolg? Ja, ich sehe, ihr habt den Kristall. Welch ein glorreicher Tag. Die Rückkehr des Kristalls in den Tempel bedeutet, dass dieser Raum die Verbindung zwischen dieser Welt und den Dämonen wieder schließen wird. Das erste Mal seit dem Beginn des Krieges wurden die Dämonen tatsächlich geschwächt. Es mag einige Zeit dauern, aber mein Volk wird auf jeden Fall in diese Welt zurückkehren und sie wieder für sich beanspruchen. Dank euch, Mensch. Ich habe die Katakomben und diese Kammer schon versiegelt. Nur ein Spaltläufer wird sie betreten und verlassen können. Ihr habt euer Wort gehalten, deswegen werde ich euch nun helfen. Euer Wunsch ist, diese Welt für immer zu verlassen, nicht wahr? Das kann nur an einem einzigen Ort bewerkstelligt werden, in der Kammer meines Vaters, im obersten Stockwerk der Akademie. Die Akademie ist immer noch verflucht, aber mit diesem Runenstein werdet ihr von den Geistern verschont werden. Ich weiß nicht, welche anderen Gefahren euch dort erwarten. Aber ihr seid eine große Helden und werdet es sicher schaffen. Ihr werdet einen Spalt öffnen, der in der Nähe des Eingangs zur Akademie, in die Nähe des Eingangs zur Akademie führt. Seid vorsichtig, das Tor ist geschwächt. Das Tor ist geschwächt? Es ist bewacht. Und selbst wenn die Dämonen nun besiegt werden, wird es keine leichte Aufgabe sein. Lebt wohl, Mensch. Und Ranan sei mit euch. Ich glaube eigentlich gesagt, dass gleich wieder eine Cutscene kommt. Wer seid ihr? Also das habe ich schon gefragt. Und lassen wir uns noch kurz ausruhen. Und dann auf bald. Na schon, wer zu Besuch da ist. Samuel, der große Kriegsherr. Des Chaos und Eroberer aller Welten. Verschone mich mit deinen Spielchen, Herr der Lügen. Du weißt, warum ich hier bin. Spuck es aus. Wo sind sie? Sie? Wer sollen sie sein? Du weißt, wen ich meine. Ich habe ihre Spuren verfolgt und jeden vernichtet, der ihnen geholfen hat. Und ich weiß, dass sie hier waren. Ich kann immer noch ihren Gestank riechen. Also hast du das im Dorf zerstört? Ich habe dir schon oft gesagt, mein lieber Sammy, wenn man sie einfach tötet, verdirbt man sich den Spaß, den man beim Verhören hätte. Oh, du sprichst wohl von dem kleinen Menschen und dem Todesritter. Wie du für das Kind des Chaos hattest festhalten. Die du für das Kind des Chaos hättest festhalten sollen. Ich spüre ihre Gegenwart in deiner Welt nicht mehr. Du hattest sie in deiner Hand und hast sie gehen lassen. Was für ein Spiel treibst du diesmal, Asmodeus?
versuch erst gar nicht, mich und meine Motive zu durchschauen, Sammy. Ich frage mich, auf wessen Seite du stehst. Was wird Damien zu deinem Verrat sagen? Willst du mich damit einschüchtern? Hast du das Kind des Chaos überhaupt in letzter Zeit gesehen? Ich nämlich nicht. Hast du es nicht mitbekommen? Sie suchen den Kristall. Den Kristall. Verstanden? Sie müssen aufgehalten werden. Willst du sterben? Weißt du, diese Geschichte mit der Allmächtigkeit langweilt mich etwas. Ich denke, mir würde die Herausforderung gefallen, Sammy. Du bist wahnsinnig, Asmodeus. Ich verfolge weiter ihre Spur, auch wenn du den Spaß daran verloren hast, mit ihnen zu spielen. Und wenn ich sie finde, nun, kämpfen macht viel mehr Spaß, wenn einem selbst keine Gefahr droht. Gute Jagd, Sammy. Wo bin ich? Sonst wo. Okay. Mich wundert aber, dass ich keine Cutscene gekriegt habe. Eigentlich hätte ich jetzt eine erwartet. Ich weiß gar nicht, wie viel die Cutscene das jetzt wäre. Okay, die sind stärker. Zumindest halten die mir aus. Wie sei so viel Ausdauer verloren? Enchomiru Siptilolin, deinem Pailomi, Maya, Aga, Peatom, Menai, Pitum, Limoi, Erosato, Tuchen. Okay. Das wird nicht klappen. Ihr müsst den Schwur aufsagen, dann könnt ihr eintreten. Unglaublich, das muss einer der Geister sein, die Anlokam erwähnt hat. Aber von was für einem Schwur spricht er? Welchen Schwur meint ihr? Ihr kennt den Schwur nicht, aber ihr wollt eintreten? Ja, ich möchte eintreten. Ihr wollt eintreten, obwohl ihr nicht bereit dafür seid. Aber das ist nicht mein Problem. Ihr müsst bezahlen. Was meint ihr mit bezahlen? Gebt mir etwas Gold und ich verrate euch den Schwur. Für einen Geist ist er aber ziemlich habgierig. Was will er sich von dem Gold denn kaufen? Neue Ketten etwa? Oder vielleicht ein automatisches Wehklagegerät? Es ist recht teuer. Ich muss Motivationspulver kaufen. Für das Studium. Der Druck ist so hoch. Motivationspulver? Wovon redet er eigentlich? Er ist offensichtlich nicht ganz bei Sinn. Werdet ihr mir also 500 Goldstücke für den Schwur bezahlen? Ja, ich werde bezahlen. Hört mir genau zu. Archom, Erosiptolin, deinen Polaima, Ärger, Pertomenai, Pitola, Moi, Erosato, Tuchen. Die Tür ist verschlossen. Okay, mal gucken. Erosiptolin, Polaima, Ärger, die Tür ist entriegelt, okay.